Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Asset-Vorstellung und zwar schauen wir uns heute an von RSSLO die neuen 8633 Wagen. Das ist die neuere Version, die anderen sind so wieselmäßig lackiert und ja, wir werden sie natürlich uns genau noch anschauen und testen. Jetzt fahren wir hier mal ein Szenario, das mitgeliefert wird in St. Pölten, und zwar von St. Pölten nach Wien Westbahnhof. Wir werden das aber allerdings nicht ganz durchfahren. Es geht ja nur darum, euch die Fahrzeuge näher zu bringen und vorzustellen. Also von außen hin muss ich sagen, gefallen sie mir sehr gut. Ja? Also da kann man überhaupt nichts sagen. Schauen echt gut aus. Ja, machen wir. Türgeräusch ist ein bisschen leise. Wir werden uns da mal in die freie Ansicht begeben. Schauen wir uns einmal die Aufschriften an. Zugelassen auf 140, Heimatbahnhof Wien. Ja, also gehen wir mal rauf. Grüß Gott. Ja, okay. Und die Innenansicht ist dann unten. Da seid ihr halt mit den Fenstern etwas über Bahnsteigniveau. So, jetzt werden wir uns einmal herrichten. PZB schalten wir ein, das gehen wir auf 40. Ja, von den Armaturen her bin ich eigentlich etwas enttäuscht. Das kann ich überhaupt nicht. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Da haben wir eine Beleuchtung. Das ist Hauptschalter. Die Türsteuerung funktioniert nur mit der T-Taste, Fernlicht, schauen wir mal, das werden wir dann im Tunnel sehen, so Fahrtrichtung nach vorne, Bremse lösen. Und fahren wir mal los. Nachdem ich jetzt in der Schnelligkeit den Schalter für die Scheibenwischer nicht gefunden habe, habe ich sie mit der V-Taste aktiviert. Das ist der Hauptschalter, Stromabnehmer. Kabinenbeleuchtung gibt es auch. Da kann man auf und zu machen. Ich glaube, eben sind die Spiegel. Ja, natürlich auch nur angedeutet, ist ja klar. Dann kann man hier auch einige Sachen nicht bedienen. Das Licht kann man bedienen. Ja, wie gesagt, außen hohe und innen von mir, nicht? Aber ich bin eigentlich sehr froh, dass es einige Künstler gibt oder ja, ambitionierte Fahrzeugbauer im Railworks Austria Forum, die so quasi. Also die machen eine Freeware-Version von dem Ganzen, sind schon an der Entwicklung und an den Fotos habe ich gesehen, dass das genial wird. Also ich bin, ja,
hoch erfreut, dass das gibt. Ich befreie mich jetzt verbotenerweise und werde mal den Hebel dann nach vorne legen. So, schneller als 140 dürfen wir nicht. Zum Fahren her geht er ganz gut, kann man nichts sagen. Das ist hier auch nicht bedienbar. Ich glaube 16,49 Kusses. Ja, leichte Anflüge von Alzheimer. Ich habe sie gerade erst gekauft, aber ich kann dann noch mehr reinschauen. Von außen sind sie nicht schlecht, kann man nicht sagen. Die Taurus-Lackierung ist natürlich auch ein Hammer. So was hätte man braucht für die RWA Taurus. So ein Repaint wäre nicht schlecht gewesen. Ja, das ist dieser ominöse Knacks, den es da gibt. Wie gesagt, das Cockpit enttäuscht mich ein bisschen, überhaupt die Anzeigen. Wirklich leicht zupfen, damit man da nicht rumpelt beim Bremsen. Ja, das ist eigentlich schon ein Bahnsteig. Die Aufschriften sind eigentlich gut gemacht, kann man nichts sagen. Das kann man da nicht so lesen, oder? Ja, oh ja, bitte nur mit Ticket einsteigen. Wie gesagt, mir fehlt hier die Option. Aha. Okay. Das war aber jetzt aufgrund dieser T-Funktion, die da. Die Lok möchte ich mir noch anschauen. Ja, was mir gefällt, ist eben dieses Eingeschneite. Die 1116-181-7 ist es. Auch hier von der Optik her
gibt es eigentlich nichts zu sagen. Vorwerk sehen wir jetzt nicht so im Schnee. Ist natürlich, passt jetzt nicht wirklich, weil die Lok eingeschneit ist und die Wagen nicht, die sind staubtrocken. Ja, ich muss sagen, ich habe schon bessere Modelle gesehen, aber von der Lackierung her gefallen sie mir, also da kann man nichts sagen. Ich werde jetzt einmal in den Führerstand der Lok bewegen. Ja. Ja, das ist diese 1116 eben, das, die Griff und das alles ist irgendwie so. Gut, fahren wir weiter. Man kann es ja austauschen mit einer Grillworks F16, das ist sicher kein Problem. So, fahren wir weiter. Jetzt auch ein Stückchen noch. Ja, Fazit. Ob es wirklich fast 17 Euro wert sind, die Entscheidung muss ich euch überlassen. Sie sind auf jeden Fall Alternative für jede Strecke, für jede österreichische Strecke auf jeden Fall. Und bis die Freeware-Versionen fertig sind, auf die wir uns wirklich freuen können. Das sind übrigens die andere Serie, die uns da jetzt entgegenkommen, bis die Freeware-Version fertig ist. Ja, müssen wir uns halt mit dem quasi vorlieb nehmen. Angeblich sind die schon sehr weit mit der Freeware, also könnte es in den nächsten Wochen, sage ich einmal, bald soweit sein. Ich will aber jetzt nichts versprechen. Es kommt immer auf die Entwicklung an und wer weiß, ob es überhaupt veröffentlicht werden darf. Das dürfte noch eine Frage sein. Wenn ihr ins Railworks-Forum reinschaut, dann könnt ihr euch über den aktuellen Stand auf den Laufenden halten. Bis auf ein paar kleine Schönheitsfehler hier, wie gesagt, bei den Instrumenten, die mir hier nicht so gut gefallen, und die Lok, die wird bei mir sowieso auf der Festplatte verstauben, weil ich werde diese Wagen nur mit den RWA-Fahrzeugen fahren, also Railworks Austria, Tauri oder sogar die F45. Ja, und diese Frühwerksschicht soll für die F44 sein, aber mit diesen Wagen, ja. Also mit den Trostos. Ja. Wie gesagt, ich musste sie mir kaufen, weil ich sie euch vorstellen wollte. Ich fahre da jetzt ein paar Hundert mit der also mit dem Ding hier, ich weiß nicht, ob das AFB ist oder nicht, aber eigentlich nicht. Ja, vom Vorfeeling, Fahrfeeling her, also jetzt so wieder. Ich würde sagen, sie sind normal, sie sind nicht überragend, sie sind normal, auch nicht schlecht, kann man sagen. Ja. Wenn ihr auch mit dem zufrieden gebt, ihr seht hier, wie gesagt, Kritikpunkt wäre Cockpit und die Lok natürlich, aber die fliegt ja bei mir dann bald raus. Also rausfliegen dem sie nicht, sie wird. Sie bleibt im Simulator für KI-Züge und so weiter, aber es ist halt schade.
Vielleicht findet sich wer, der ein Reband macht, eben mit dieser Farbgebung wäre es toll. Weil optisch, ja, ist sie schon schön, die City Jet Taurus. Ja, wie gesagt, soweit das Update oder beziehungsweise die Asset-Vorstellung des 8633. Na, wo fahren du hin? Ja, okay, wir können uns noch kurz die anderen anschauen. Bin gleich wieder da. So, willkommen zurück, willkommen in Wien am Westbahnhof. Hier haben wir dann die andere Partie der Wagen. Das sind die City Shuttle Wagen, wie sie auch beim Wiesel dabei sind, aber natürlich. Ja, jetzt wollte ich schon sagen, schlechter, aber das halt nicht so fein ausgeführt, sagen wir so. Schauen wir es uns von außen kurz an. So, jetzt haben wir einen Blick auf die Drehgestelle. Die Beschriftungen. Auch auf 140 km/h zugelassen. Ja, sie sind von außen sind's schön, man kann man nichts sagen. Und da haben wir dann die normale Taurus, die ja auch beim Westbahnhof mitgeliefert wird, bei der Strecke Wien-Westbahnhof St. Pölten ist die dabei. Das ist einmal der untere Wagen und auch hier können wir natürlich nur im freien Modus, Entschuldigung, herumgehen. Innenansicht schaut dann so aus. Und ja, Steuerwagen ähnlich. Wir werden ein kleines Stück fahren, ich schalte jetzt nicht großartig viel ein.
Nur vom Klang her nicht sehr überzeugend, muss ich sagen. Fahrverhalten natürlich dasselbe wie vorhin bei den anderen. Wie gesagt, ich habe da jetzt kein AFB und nichts eingeschaltet. Und, also kein BZB und kein SIFA. Ja, in dem Fall also wird die Taos natürlich ersetzt, wenn ich die Wagen verwenden werde, aber nachdem ich die City Shuttle Wagen von Railworks Austria habe, die im L44er Set dabei sind, glaube ich, werden die auch bei mir verstauben. Die City-Jet-Lackierung gefällt mir heute sehr gut und ja. Vielleicht kann man das irgendwie rebenden. Ansonsten, wie gesagt, Durchschnitt sagen wir so. Und in Hütteldorf oder in Benzing sind wir jetzt gleich, werde ich mich von euch verabschieden. Wie gesagt, ich überlasse euch die Entscheidung. Ich habe sie euch jetzt kurz vorgestellt. Es gibt ja halt einiges, was nicht bedienbar ist, was wirklich schade ist, was bei anderen Fahrzeugen eigentlich Standard ist. Aber ist halt so. Es ist halt eine Frage, ob man für das fast 17 Euro ausgeben will oder nicht. Ja, soweit meine Asset-Vorstellung der 8633 Wagenserie. Ich mache noch schnell einen Schnappischuss. So, und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Im Anschluss folgt ein Video über die neue Strecke von DTG. Da geht es um eine Strecke ohne Oberleitung und zwar, ich glaube, Nürnberg bis Bayreuth. Ich hoffe, sie ist schon online und bis bald. Auf Wiedersehen, euer, oder Wiederhören oder Wiedersehen, euer Robert, euer Rob Train.